Ich habe euch eine Hühnertour versprochen und hier kommt sie. Habt aber ein bisschen Nachsicht mit mir. Das ist mein erstes großes Voice-Over und auch mein erstes Video, was ich versuche so ein bisschen zu schneiden. Das ist ein bisschen amateurhaft, habt da keine großen Erwartungen. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich ganz oft jetzt gleich M sagen. Das tut mir auch leid. Ich gelobe Besserung. Da fängt schon an mit M. Jetzt kommt auch so ein kleiner Fail. Ich habe versucht, die Tür aufzumachen. Hat nicht funktioniert, weil ich nur eine Hand hatte und entsprechend wenig Kraft, weil ich in der anderen Hand mein Handy gehalten habe, um euch ein paar Aufnahmen zu filmen. Das ist der Blick, wenn man in den Hühnerstall reinkommt. Da sieht man erst als erstes die Fenster, die in das Hühnergehege zeigen. Was ganz schön ist, so ist es immer relativ hell. Aber jetzt im Sommer wächst da fleißig der Holunder, weshalb sie auch gut Schatten haben und sich der Stall nicht aufheizt. Wobei ich sagen muss, es ist ja ein Steinstall, der ist eh nie super heiß. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch für die Hühner. Und auf der rechten Seite sind die Legenester. Das ist auch gut, so kann ich immer schnell von der Tür die Eier einsammeln. Und ich glaube, den Hühnern gefällt es auch in den Legenestern. Hier hatte ich die Aufnahme gemacht, weil die Hühner das Eierlied gesungen haben, weil ich sie natürlich gestört habe, indem ich die Kamera auf sie gehalten habe. Ich wollte euch aber natürlich nicht nur den Stall so ganz nackig zeigen, dann hätte das irgendwie nur 10 Sekunden gebraucht, sondern ich wollte euch so ein bisschen auch die Tiere zeigen im Stall. Der Stall ist relativ groß. Mir ist wichtig, dass ich überall stehen kann, weil sonst ist das mit dem Saubermachen einfach total umständlich und dann hat man keine Lust darauf. Der hintere Teil, den ich jetzt öffne, da wurde ein Gluckenabteil draus. Hatte ich früher nicht so, hat sich aber als praktisch erwiesen. Und falls ich mal keine Glucke habe, was natürlich der Großteil des Jahres der Fall ist, kann ich hier auch mal eine Junghenne abtrennen, falls ich unbedingt wissen möchte, welches Ei sie legt und es einfach noch nicht herausgefunden habe. Oder ähnliches. Genau, die Glucke oder auch die Glucke mit den Küken, die können auch nach draußen, deswegen ist die Treppe dort und auch eine Hühnerklappe und draußen habe ich einen kleinen Stall, den habe ich auch für euch gefilmt gleich. Nicht Stall, Auslauf, das ist so ein Kaninchenauslauf. Sehr, sehr praktisch, nutze ich die meiste Zeit des Jahres als Gluckenknast, weil meine Hühner irgendwie nicht nur im Sommer glucken wollen, sondern immer gefühlt. Genau, hier seht ihr den einmal. Das sind 2 Quadratmeter, ist so ein Kaninchen-Meerschweinchen-Auslauf. Und da kann ich auch eine Plane drüber machen, falls es regnet. Und wenn ich entglucke, kommt einfach das Tier rein mit Futter und Wasser. Und ja, meist so 3-4 Tage, dann sind sie entgluckt. Oder die Henne kann natürlich mit ihren Küken dort ein bisschen Sand baden und schon mal ein bisschen mehr oder größeren Sichtkontakt zu der anderen Hühnerschar aufbauen. Hier seht ihr einmal die Stangen. Die haben alle Milbensperren. Das ist super mega praktisch. So kann man Milben relativ schnell finden oder sehen oder bemerken, wenn man welche hat und dann natürlich schnell reagieren. Vermeiden kann man sie dadurch nicht. Also wenn ihr da die Hoffnung habt, so funktioniert das nicht. Genau, und der Stall ist relativ simpel gehalten. Ich habe wirklich nur Legenester und Legestangen dort. Alles andere ist nach draußen ausgelagert, einfach um so möglichst wenig Möglichkeiten den Milben zu bieten, Einhalt in den Hühnerstall zu bekommen. Genau. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich euch nachsagen soll. Die Sitzstangen sind relativ weit von der Wand weg, außer die Schräge. Da ging es nicht anders, einfach weil meine sonst die ganzen Wände zukacken. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich den Hühnerstall gut kärchern kann, weil das muss mehrmals im Jahr gemacht werden, weil jede Ecke sitzt irgendwann voller Staub. Jetzt, wo ich die Aufnahmen gemacht habe, nach dem Saubermachen, dann sieht es natürlich immer relativ ordentlich aus, aber nach 3 Tagen sieht das schon wieder ganz, ganz, ganz anders aus. Hier habe ich euch noch mal ein bisschen gezeigt, wie die Hühner mit dem Pick-Spielzeug spielen, was ich im Hühnerstall aufgehangen habe. Habe ich draußen im Gehege auch mehrere von. Damit sind sie super gut beschäftigt. Und ihr seht im Hintergrund auch diesen grauen Streifen. Das ist so Fußbodenfarbe bzw. Farbe, die man für so Swimmingpools, für so Schwimmbecken benutzt. Die lässt sich eben auch gut abkärchern.
Ich habe keinen Kalk mehr. Ich habe anfangs früher gekalkt. Bestimmt kennen auch einige von mir den Tipp, kalkt euren Stall. Ich habe das anfangs immer überall gelesen. Ehrlich gesagt, bringt das Kalken bei mir aber nichts. Obwohl ich den Stall zweimal jährlich gekalkt habe, hatte ich trotzdem Milben. Deswegen auch die Legestangen, das seht ihr, Sitzstangen, oh, Legestangen, ich Idiot. Die Sitzstangen, die ihr rechts noch ein bisschen seht, die sind auch nicht gekalkt, sondern dort ist ein Lack, weil ich habe das Gefühl, haben sie weniger Grip, der setzt sich irgendwie besser in alle Ritzen ab, so dass sie da nicht sitzen können, die Milben. Aber das ist nur so meine persönliche Erfahrung. Den Tipp habe ich noch von niemandem gesehen, weil alle schwören auf Kalk. Aber bei mir funktioniert er einfach nicht. Deswegen, ja. Und ich finde, wenn die dunkel lackiert sind, dann sieht man auch den Dreck daran nicht immer so dolle, weil meine Hühner haben immer Zehen, Dreckfüßchen. Einfach, wenn es draußen regnet, ist immer viel Matsche und entsprechend sehen die Sitzstangen dann immer aus. Und wenn das Holz nicht behandelt ist oder mit Kalk, dann, wenn man sie abkerchert, dann werden die auch so ein bisschen... Ah, das Holz wird so, das raut so auf, das ist total blöd. Dann können die Milben dort wieder besser dran haften. Und das will ich nicht, deswegen lackiert, dann kann ich sie besser abkärchen, ohne dass das Holz angegriffen wird. Und ich habe das Gefühl, die sind auch besser geschützt. Hier habe ich noch so ein paar Bilder, wie ich den Hühnerstall früher eingerichtet habe. Da seht ihr, es hat sich doll verändert. Die Legenester sind nicht mehr aus Holz, sondern eben aus Plastik und Metall, damit ich sie auch besser abkärchern kann. Die Sitzstangen sind rausgeflogen und auch der Tisch, weil das alles unnötig ist. Da können überall nur Milben sitzen und mit Stroh streue ich den Stall auch nicht mehr ein, weil das natürlich auch gefährlich ist, weil in den Halmen auch Milben sitzen können. Deswegen auch Futter und Wasser habe ich nicht mehr im Stall drin, sondern ist alles nach draußen gelagert. Genau. Und ihr seht eben das Abteil, was jetzt das Gluckenabteil geworden ist. Da waren früher auch Sitzstangen. War total unpraktisch, weil ich dann immer schlecht sauber machen konnte, weil ich da nicht richtig stehen konnte. Deswegen so nach und nach wurde alles optimiert. Ich hoffe, ich habe jetzt überall, wozu ich was sagen wollte, dran gedacht. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt die gerne in die Kommentare. Ich versuche alles zu beantworten und wir sehen uns bestimmt demnächst wieder mit einem neuen Video. Falls ich mich traue. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist das ja auch der größte Flop und es kommt keins mehr. Das weiß ich nicht. Aber vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss.